Servus Leute, willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf meinem Kanal. Wie mir gibt es gefällt, lasst einen Daumen hoch und ein Abo, mich sehr freuen und tut auch nicht weh, weil kostet nichts, hilft aber dem Kanal. Und heute wieder mal mit Dashcam Drivers Germany. Ihr habt schon gemerkt, ich mache nicht mehr jede Folge, weil ich eben auch noch andere Reacts reinbringen möchte, andere Kanäle reinbringen möchte, diese letzte mit Jules im zweiten oder auch mit Sascha, was bei euch auch ganz gut ankommt. Und deswegen nicht mehr jede Folge DDG, aber immer wieder mal ein bisschen. So, heute also Folge 584. Bin mal gespannt, was wir heute wieder für lustige und bekloppte Fahrmanöver sehen. Let's go! Oh, das ist aber auch... Ui, ui, ui. Ein Hallo und willkommen auf der Autobahnauffahrt. Jupp, das war knapp. So eine schöne lange Auffahrt und dann sowas. Ja. Wenn es halt gerade nicht passt, dann passt es halt nicht. Hauptsache schnell. So wie der da. Ja. Hier sind wir jetzt mit einem ungewöhnlichen Fahrzeug unterwegs. Oder wie Autofahrer dazu wohl sagen. Ich muss überholen. Ja, 10 Sekunden später. Ja, und der Kreativität sind beim Überholen da wohl keine Grenzen gesetzt. Das ist wie so eine Art Zwang. Wie jetzt, das Fahrzeug ist langsamer, ich muss jetzt und sofort dran vorbei, komme, was wolle, Kopf ausschalten und los. Das ist einfach nur furchtbar dämlich. Also sorry, aber... Du siehst, also der hat mit Sicherheit gesehen, dass der Gegenverkehr kommt. Nie im Leben kann der richtig abschätzen, dass das gut geht. Das ist einfach nur absolut dumm. Alter. Ich glaube, der hätte ich umgedreht, bei Falling Fight und angehalten, immer aufs Maul gehauen, ganz ehrlich. Das kann so leicht schief gehen. What the fuck, wie dämlich kann man sein? Ach du Scheiße. Jedenfalls. Genau so ist es. Nach dieser Kurve hier, da hätte es für den BMW für die nächsten 1,5 Kilometer eine gerade perfekt einsehbare Strecke gegeben. Das ja. Seht ihr hier im Zeitraffer gerade auch. Aber nein, es muss mitten in der Kurve sein. Kein Verständnis, ehrlich. Und da sieht man es nochmal, der muss. Der ist ja nur, der kann, also du musst sehen, dass da einer kommt. Das geht gar nicht anders. Und bei den Geschwindigkeiten, die du hier fährst, kannst du das im ganzen Leben nicht richtig abschätzen, dass das gut geht. Und wenn wir mal angucken, wie nah das wirklich ist hier, wie nah der dran vorbeigegangen ist, das ist absolut hier. Also gefährdet euer eigenes Leben, wenn ihr wollt, aber nicht das von anderen Leuten noch. Oder gebt euren fucking Führerschein ab. Sowas regt mich jedes Mal aufs neue Extrem auf, weil das einfach nur unfassbar dumm ist. Es tut mir leid, das so deutlich sagen zu müssen. Und er ist mir auch der Daumen runter, den ich nicht bekomme, egal. Gut reagiert. Das hätte fast geknallt, ey. Aber war das eine Vorfahrtstraße? Dass ich die Vorfahrt missachtet habe. Ja, und genauso war es am Ende auch. Hier war tatsächlich rechts vor links, also unser Fehler. Aber zum Glück ist ja nichts passiert. Deswegen macht man vor solchen Straßen immer ein bisschen langsamer und guckt, ob da jemand kommt. Weil an den meisten Straßen ist es so, dass rechts vor links gilt. Das musste ich in der Fahrschule auch lernen. Ich habe auch teilweise gedacht, okay, so ein kleines Gästchen, ich kann doch kein rechts vor links haben, ist so ein kleines Scheißgästchen. Doch, das hat rechts vor links. Also vorsichtshalber langsam machen, kurz reingucken, wenn jemand kommt, stehen bleiben, durchfahren lassen, es sei denn, du bist auf einer Vorfahrtsstraße. Dass das da aber keine Vorfahrtsstraße sein kann, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Also dann vorausschauend fahren, ne? Dass der da aber auch einfach ohne zu gucken rauszieht, ist auch hier mutig. Hier stoppt der Verkehr jetzt etwas. Der Gegenverkehr lässt uns netterweise gleich aber durch. Das ist nett, ja. Ja, und damit einer überholen, na klar. Wieder. Man muss wirklich immer mit allem rechnen. Auch damit, dass sich rechts ein Fahrrad oder glatt ein ganzes Auto vorbeicrasht. Was auch immer der sich dabei gedacht hat. Nichts. Aber manche haben halt einfach Pech beim Denken. Ich würde mal kühn behaupten, die Ampel hier, die ist auf jeden Fall mal richtig rot. Mhm. Ja, für ihn halt offensichtlich nicht. Aber kommen wir von Pech beim Denken mal zu allgemeinem Pech. Es aber Pech beim Denken haben viele Menschen. Geht um das Wohnmobil vor uns. Nur so nebenbei.
Was war da? Oh! Weil ein Reifenplatzer, den braucht man definitiv nicht. Nee. Und wenn das passiert, gerade auf der Hinterachse, am besten nicht stark bremsen, weil dadurch wird das Fahrzeug noch instabiler und schaukelt sich noch mehr auf, als es das ist. Langsam runterbremsen, aber schon mal ein Stück zur Seite denkt ziehen. Denkt dran, kontrolliert regelmäßig die Luftdrücke bei euch am Fahrzeug. Ist auch wichtig. Sofern der Schaden nicht durch einen Fremdkörper kommt, ist es häufig Überhitzung oder Strukturschädigung durch zu wenig Luftdruck. Hier ist wohl Tempo 100 erlaubt. Ja, wenn man schon die Vorfahrt nimmt, dann doch wenigstens Gas geben. Das ist schon krass, wie langsam der ist. Ah, 30 km/h fahren wir jetzt noch. Das ist ein Fahrschulauto. Ha, schwierig. Ja gut, da sage ich jetzt mal, wenn der vielleicht das Ding zwischendurch abgewürgt hat oder einfach unsicher war, weil es eine frühe Fahrstunde war, dann kann sowas passieren. Bei einem Fahrschulauto bin ich da immer nachsichtiger. Da weißt du nie, wie weit ist der Fahrschüler schon. Seine Begeisterung galt hier natürlich nicht dem Schüler oder der Schülerin, sondern dem Fahrlehrer und ja, da würde ich mich durchaus anschließen. Schneller als 60 km/h schaffen wir es dann auch im Folgenden irgendwie nicht. Was ich aber sehr vorbildlich hier finde, der Einsender reagiert frühzeitig besonnen, lässt viel Abstand. Das Gegenteil davon zu tun, wird ja schließlich nur noch mehr Stress verursachen. Ich vermute hier, das ist vermutlich irgendwie die allererste oder zweite Fahrstunde, optimal. Da geht man aber eigentlich nicht auf die Landstraße. Also bei mir war es so, wir sind in der ersten Fahrstunde, in den ersten zwei Fahrstunden sogar nur in der Stadt geblieben. Und erst in der dritten Fahrstunde mal raus aus der Stadt. Und auch nur, weil ich mich gut angestellt habe. Bis mir dann die Mittelhand gebrochen wurde. Dann, danach ging irgendwie gar nichts mehr, ein paar Wochen lang. Mal ist das hier trotzdem alles nicht. Selber aber ich geärgert. Denke, wir sind ja alle erwachsen genug, also wirklich, um darüber zu stehen. Ein paar Wochen lang nichts so in der Hand, aber auch danach, als die Hand wieder geheilt war, ging dann erstmal eine Zeit lang gar nichts. Gleich zu viel Angst, weil ich keinen Druck auf die Hand ausüben wollte. Keine Ahnung, es war weird. Mal alle paar Jahre begegnen sollte. Hier wechseln wir jetzt mal ins Fahrschulauto, denn Marc ist hier als Fahrlehrer unterwegs. Hier zum Beispiel, ja gut, wir fahren mal einfach nochmal weiter. Lol, mein Onkel ist auch Marc, oder einer meiner Onkel ist auch Fahrlehrer. Also die haben uns gerade ziemlich weiß nicht, Fuchs mit Nachnamen. Schade, dass du nicht an die Kupplung gedacht hast. Das kenne ich. Ich am Anfang auch. Kupplung, hä, was ist das? Ich hab die Kupplung nie getreten, immer das Ding abgewürgt. Kupplung und ich sind keine Freunde, wir werden es auch nicht mehr in diesem Leben. Oh, du hast, jetzt können wir weiterfahren. Obwohl, warte, wir lassen die erstmal fahren. Bleib stehen. Und jetzt fahren wir an. Ja, und da kann man unterm Strich echt nur sagen, was für ein Chaos. Ich denke, da sollten wir mal erstmal ganz schnell wieder weg. Oh, das wird nichts, weil Stau. Aber was sagt das Hörbuch hier Schönes? Du musstest dein eigenes Grab schaufeln? Katrin konnte den Ausruf des Entsetzens nicht unterdrücken. Und deswegen hasse ich Zweiradfahrer. Egal ob Motorrad oder Roller. Deswegen hasse ich die. Es ist nicht jeder so, aber es sind die, die dir auffallen. Und die schüren den Hass auf Zweiräder. Auch ihr habt Geduld zu haben. Und nicht zwischendrin durchzufahren, nur weil ihr es vielleicht platztechnisch hinkriegen könnt. Obwohl es ihr so gleich ist. Ich hab da manchmal wirklich Lust, wenn ich sowas sehe, kurz die Tür aufzumachen und den runter zu klatschen von seinem scheiß Zweirad. Bin ich ganz ehrlich, manchmal habe ich wirklich das Bedürfnis, einfach die Tür aufzumachen und zu sagen, ey, jetzt fliegst du mal runter, du Idiot. Ich weiß, darf man nicht, aber wie gesagt, den Drang verspüre ich. Alter, also einfach nein. Weißt du, wenn sich Motorradfahrer im Sommer durch eine Rettungsgasse vorsichtig vortastet, auch nicht legal, aber da sage ich ja meistens nicht mal was zu. Aber das hier, das ist doch einfach du nur. Du hast so keine Sonderrechte als Motorrad oder Roller. Hast du nicht, Punkt. Radfahrer dürfen ja nebeneinander also fahren, wenn der Verkehr nein. nicht behindert wird. Und nichts ich zu suchen, schätze, das ist eine E-Scooter gelten. Nicht behindern heißt, es muss so viel Platz vorhanden sein, dass man beim Überholen halt den Seitenabstand einhalten kann. Denn zu überholen muss man ja sowieso in den Gegenverkehr. Ob man als Autofahrer jetzt halb oder ganz in den Gegenverkehr muss, ist am Ende ja egal. Aber das hier, das dürfte ein perfektes Beispiel für eine Situation sein, wo man halt nicht nebeneinander fahren darf. Denn fahren die hier nebeneinander, man kann halt wirklich unmöglich legal überholen. Nur das juckt die hier halt überhaupt nicht. 30 Sekunden später. Euch ist das klar, dass ihr das nicht dürft, ne? Und nochmal 30 Sekunden später. Guck doch mal nach vorne, ja. Und sorry, wie kann man bitte so ignorant sein? Schlecht erzogen, bisschen dumm in der Birne, jugendlich und dadurch halt auch ein bisschen risikobereiter.
Wir waren alle mal jung, wir waren alle mal dämlich. Ja, aber einfach mal ein bisschen dichter auffahren und hupen. Dann ist der ganz schnell aus dem Weg, wenn er sich entweder auf die Fresse legt, weil er nicht gerechnet hat. Und dann wird es gefährlich, klar. Das ist das dümmste Ergebnis. Oder er sagt sich, okay, ich fahre jetzt zur Seite. Aber das ist für mich einfach auch eine reine Erziehungsmaßnahme und halt ein Austesten der Grenzen, wenn man halt noch jung ist und es nicht besser weiß oder sich denkt, mal gucken, wie lange ich ihn ärgern kann. Wie gesagt, wir waren alle mal jung, wir haben alle mal Mist gebaut. Ja, wer da sagt, ich habe nie Mist gebaut, der lügt. Also. Nochmal fast eine Minute später. Der Einsender hat hier sein Bestmögliches getan. Das könnten gerade so die geforderten 1,5 Meter gewesen sein. Aber sorry, ich habe für so ein Verhalten hier echt kein Verständnis. Der Straßenverkehr ist immer noch miteinander, aber hey, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist ja schließlich auch an jeden gedacht, oder was? Aber das denkt sich auch der Mercedes hier, der jetzt in diesem... Wisst ihr, was ich da ganz gerne mal hätte? Den EMP-Werfer vom Knight 3000. Einfach mal die E-Roller Alarm legen, nichts mehr geht. Bremsen, EMP abfeuern und dann gucken, was wir machen. In dieser Situation von hinten kommt, schmale Straße, überholen ist tatsächlich nicht möglich. Die fahren bei uns mit den Dingern in ein Einkaufszentrum rum. Die haben die Dinger eigentlich draußen stehen zu lassen. Nee, die gehen die mit rein. Entweder fahren sie sogar noch oder so rollen sie mit sich rum. Weil sie anscheinend zu dumm sind, die Dinger vorne abzuschließen. Weil sie kein Schloss oder so. Rausschmeißen. Einfach sagen, das Ding bleibt draußen oder du kommst ja nicht rein. Es geht mir so auf die Nerven. Und das ist nicht nur einer, der das macht. Das sind 3, 4, 5 Leute, die ich am Tag sehe. Ich denke mir jedes Mal, was zum Teufel ist bei euch verkehrt in der Birne? Ja, ein Einkaufswagen nimmt auch Platz weg, aber das hat seinen Sinn. Da kommen deine Einkäufe rein. Diesen scheiß E-Roller mitzunehmen, macht keinen Sinn. Der steht nur im Weg rum. Das muss nicht sein. Da muss man dann halt draußen kurz rumfahren, auf eine geeignete Stelle warten, vielleicht auch kurz warten, bis der Radfahrer mal irgendwann Platz macht. Aber hey, es wäre ja kein Video auf unserem Kanal, wenn das funktioniert. Also es wird wirklich passieren, dass ich irgendwann mal einen von so einem E-Roller runtertrete. Weil ich mir sage, bis hier und nicht weiter, Kollege. Du lernst es ordentlich zu fahren oder liegst halt im Dreck. Das ist wirklich, wie viele von den Leutchen, die diese Dinger rumfahren, überhaupt auf nichts Rücksicht nehmen, auf nichts achten. Die Teile waren ein Fehler, Punkt. Ich wollte selber mal einen haben, aber nein. Also mal abgesehen davon, dass Überholen hier nicht möglich war, der gibt sich ja nicht mal Mühe, überhaupt irgendwie Abstand aufzubauen. Hauptsache, das Auto bleibt sauber oder was. Hier kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Platz rechts vom Auto noch frei war. Ziemlich wenig. Der Einsender fährt hier wohl schon direkt an dieser Asphaltkante wegen dem geringen Abstand, kommt dann in dieses Schlagloch da neben der Straße. Man sieht, wie ihm dadurch innerhalb von 0,2 Sekunden der Lenker sofort nach rechts umschlägt und ich vermute, da rechts im Matsch rutscht ihm dann vermutlich beim wieder nach links lenken das Vorderrad weg. Jedenfalls scheint ihn das ziemlich unerwartet zu treffen, weil er nimmt erst im... Auf der Strecke würde ich mal ganz ehrlich auch in der Mitte fahren und nicht am Asphaltrand. Da wäre mir auch die Gefahr zu groß, dass ich eben aufgrund so einer blödsinnigen Aktion mir selbst was tue. Dann fahre ich doch lieber etwas mittiger und sorge dafür, dass mich keiner überholen kann. Sage ich euch ganz ehrlich, da wäre ich so dreist. Im allerletzten Moment legt sie die Hand vom Lenker, um sich noch abzustürzen. Aber warum habe ich euch das jetzt in Zeitlupe gezeigt? Ja, man sieht hier nämlich auch, dass der Überholer das wohl merkt. Er bremst da erst, aber danach ignoriert er das und er fährt einfach weiter und ist weg. Klasse, oder? Dem Einsender ist zwar selbst nichts passiert, das Rad hatte ein paar Kratzer. Das hätte man ja sicherlich irgendwie gut regeln können, aber so hat der Einsender den dann angezeigt. Nach 14 Monaten kam dann Post, Fahrer nicht zu ermitteln, Verfahren eingestellt. Hä? Wie Fahrer nicht zu ermitteln? Du hast doch das Kennzeichen auf der Kamera. Wie kann denn der Fahrer nicht zu ermitteln sein? Seid ihr... Das wäre jetzt Beamtenbeleidigung, ich muss aufpassen. Seid ihr unfähig? Ja, was willst du dazu sagen? Und ja, der Fahrer war, weil die Scheibe ob der tiefen Kameraposition hier spiegelt, tatsächlich auch im Video nicht zu erkennen. Es gibt dann zwar statt der Halterhaftung noch die Gefährdungshaftung, also Versicherungen müssen dann durchaus trotzdem zahlen. Und dein Kamerasystem haben wir hier auch das Kennzeichen vom Auto. Schreibt mir übrigens gerne auch mal in die Kommentare. Also der Halter ist auf jeden Fall ausfindig zu machen. Wenn er mich gefahren hat, okay, das vielleicht nicht, ja. Aber der Halter in jedem Fall. Es ist bedeutend zu einfach, sich aus solchen Aktionen hier rauszureden. Würde der Halter für den Verstoß und die Fahrerflucht haften, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass urplötzlich sofort bekannt wäre, wer gefahren ist. Weil wenn es darum geht, die eigene Haut zu retten, da wären die Leute dann immer super schnell. Aber wir leben ja zum Glück im Autoland Deutschland. Da wird alles für das Auto getan und nichts für die anderen.
Oder dafür zu wenig. Hier kann ich wirklich nur hoffen, dass der Halter dann wenigstens zum Führen eines Fahrtenbuches verdonnert wurde, damit er sich beim nächsten Mal dann nicht wieder so leicht rausreden kann. Hier machen wir jetzt weiter mit Einsender Eugen van der Mill. Eieiei, aber zum Glück hat er noch rechtzeitig seinen eigenen Fehler erkannt und dadurch ist es dann nicht gefährlich geworden. Das Einzige, was wir jetzt aber im weiteren Verlauf noch erkennen können, ist das Ende. Wir sind durch für heute. Links habt ihr aber sehr gerne noch einen weiteren Videovorschlag verlinkt. Da wäre eine sehr schöne Folge, ein bisschen was dabei, dass man nicht aufregen konnte. Kommt immer heile zu Hause an, das lasst euch nicht ja ärgern. Der Sinn und Zweck dieser Reactions, ne? Ciao. Ach ja, schön. Also, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr tun könnt, lasst auch einen Daumen und Daumen nach oben und ein Abo bei Dashcam Drivers Germany da. Und ansonsten sage ich mal, macht's nicht gut, macht's besser. Ich schmeiß mich jetzt gleich zur nächsten Reaction, denn heute ist React-Woche, das heißt, ich nehme ein bisschen was an Reactions auf. Und was trinken sollte ich auch. In dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubse. Ciao.